Hier ist Ronja und ihr habt alle gesagt, Ronja, deine Katze ist süß, aber bitte mach ein Video zu der anderen Katze, die ihr im Hintergrund rumrumosern hört. Das heißt, die ist da hinten. genau, dann kann ich euch den noch zeigen, dann sind wir alle froh. Dann habt ihr meine Katzensituation gesehen. Noch sind es nur zwei, okay. Die anderen ziehen mich schon immer damit auf. Ja, wie viele wären es denn? Ich habe nicht mehr Katzen geplant, okay? Dafür ist meine Wohnung nicht groß genug. Ich wünschte, ich hätte eine größere Wohnung. Ich wünschte, ich könnte mir mehr Katzen halten. Dem ist leider nicht so. Bevor es irgendjemand schreibt, ja, ich habe meine Haare gefärbt. Ja, noch sieht es komisch aus. Ich muss noch einmal drüber färben. Deswegen nicht wundern. Aber das ist der Prozess. Ja, wie auch immer. Gut. Ich zeige ihn euch kurz. Genau, das ist Chobi. Chobi ist ein bisschen ungeschickter als Spooky und ist auch nicht so gut im Klettern. Aber dafür jagt er ihn immer, was auch schön ist. Jetzt versucht er zu klettern, aber er kann es nicht. Chobi mag mich nicht so gerne, wie Spooky mich mag. Das finde ich sehr belastend, okay? Ich fände es gut, wenn beide Katzen mich mögen würden. Aber er ist mehr so, ich mache, was ich will. Und ich mag schlafen. Und ich mag essen. Und gestern, ich weiß nicht, gestern hatten wir kein, ich mache mein Futter ja immer selber. Gestern war das leer und ich hatte noch kein neues gemacht. Deswegen haben wir denen so fertig Futter gegeben, was ich normalerweise nicht machen würde. Aber es ging halt nicht anders und es war nur so das Backup-Futter. Und ich weiß nicht, was da drin ist, irgendwelche Geschmacksverstärker oder irgendwas. Aber beide Katzen haben so unglaublich viel gegessen, wie ich es noch nie gesehen habe. So viel essen die ja nicht so. Chobi, jetzt wo du hier bist, Chobi wird nicht gern getragen. So, gar nicht. Er mag das nicht. Es geht, wenn man ihn so gegen den Körper hält ein bisschen, aber er will dann gern fliehen, wie man jetzt vielleicht sieht. Er ist fein, wenn er auf dem Schoß sitzt. Das ist dann nicht, dass er direkt wegsprintet. Er wird nur einfach nicht gern getragen. Manchmal checkt er aber nicht, dass er getragen wird. Er fängt an zu schnurren, sobald er in der Nähe von Menschen ist. Und dann nimmt man ihn hoch und er denkt sich, oh Menschen, ich schnurre. Und dann merkt er, hey, ich werde getragen, das finde ich nicht gut. Das ist fest. Ja, die ist ja schnurr. So. Eigentlich will ich eine. Okay. Wenn ich seine Füße nicht abstütze, dann ist er ruhiger. Aber normalerweise soll man die Füße abstützen. Deswegen machen wir das. So geht's. Guck doch einmal in die Kamera, bitte, Baby. Einmal. Okay, er will nicht. Wenn er nicht will, dann kann man ihn nicht dazu zwingen. Er ist jetzt auch. Er ist 12. Er ist genauso alt wie Spooky. Spooky hat am 20. Geburtstag. Chobi hat am 19. Geburtstag, also Februar. Und falls ihr in meinen Videos Hintergrundgeräusche hört, ja, dann sind das die Katzen, okay? Ich wünschte, ich könnte einfach aufnehmen und die Katzen wären ruhig. Aber die Katzen denken sich manchmal, ich bin den ganzen Tag ruhig. Ich schlafe gern. Und dann, oh, ich glaube, da hat jemand den Aufnahmeknopf gedrückt. Und dann fangen sie an und machen Miau ohne Ende. Und, keine Ahnung, kratzen an Sachen, halt irgendwie im Kratzbaum oder rennen durch die Wohnung mit irgendwelchen Sachen, die sie gefunden haben, jagen irgendwelche Papierschnipsel, fangen an, sich zu bekriegen. Keine Ahnung, die haben so ein bisschen Katzenkrieg im Moment noch. Es geht. Am Anfang war es so, dass Spooky die ganze Zeit nur Chobi gejagt hat. Mittlerweile jagt Chobi ihn zurück, also schätze ich mal, es ist ausgeglichener. Manchmal machen sie merkwürdige Geräusche, manchmal quietschen sie. Er gurrt manchmal. Keine Ahnung warum oder was das soll oder was er einem damit sagen möchte. Gestern, ich kann euch hier ein Video einblenden, aber gestern habe ich dann meinen Fleischmatsch gemacht und beide Katzen sind oben auf den Küchencounter gesprungen und haben in dieser Riesenschüssel, keine Ahnung, es war halt so rohes Fleisch mit diesen Ergänzungsmitteln, weil das halt nur Muskelfleisch war und man da noch so Vitamine oder sowas reinmachen musste, und ich habe gesessen oder in dieser Schüssel. Die ließen sich nicht wegmachen. Du hast die Katzen runtergemacht, schwupp, waren sie wieder oben. Und haben dann an dieser Schüssel friedlichst zu Abend gegessen. Und es sieht aus, als ob sie die ganze Schüssel so all-you-can-eat-mäßig für Katzen. Das ist super cute. Was auch praktisch an Chobi ist, ist, er ist zwar ein Ausbrecher, aber er ist nicht so ein effizienter Ausbrecher wie Spooky. Das heißt, er ist mehr so, die Tür ist zu. Und ich bleibe unten bei der Tür und versuche unter der Türkante durchzukrabbeln. Spooky ist mehr der, okay, Menschen benutzen die Türklinke, ha? Huh? Ich benutze auch die Türklinke. Ich komme zwar noch nicht ganz hoch, aber mir fehlt nur noch so ein bisschen. Und dann habe ich das. Und dann kriege ich die Tür nach. Das besorgt mich. Das ist wirklich... Momentan ist es so, dass wir wenigstens die Badezimmertür immer zu haben. Und
Und ich kann mir nur vorstellen, dass es einfach unangenehm wird, wenn man Gäste da hat. Und dann kommt die Katze und ist so, hey, du bist auf dem Klo, cool, ich bin auch da. Naja, das wäre abforschend. Deswegen überlege ich, man kann ja die Türklinken irgendwie so nach oben machen. Guck mal, jetzt hast du dich gut hingelegt, damit du im Video bist. Ja. Ich versuche auch mit ihm dieses Klickertraining zu machen, aber er ist nicht so clever wie Buki, leider. Er lernt nicht so schnell, er ist mehr so, ich verstehe es nicht ganz. Ich finde Leckerli, ich kriege Leckerlis, deswegen finde ich es gut, aber irgendwie kommt da noch nicht so viel an bei ihm. Aber das wird noch, okay? Das wird noch. Er ist noch klein. Er ist ein bisschen dümmlich. Was ja auch gut ist, weil... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nach wie vor nicht. Keine Ahnung, ich weiß nach wie vor nicht, wie groß er wird. Das ist ein bisschen problematisch. Oh mein Gott, das ist so cute. Warte, habt ihr das gesehen? Er hat immer diese Kuscheltiere. Ich habe ihm so ein Streifenhörnchen gekauft. Und das nimmt er immer und schleppt er das. Dann nimmt er es in den Mund und dann nimmt er das die ganze Zeit überall, wo er mit hingeht, mit. Und jetzt hat er es im Baum versteckt gehabt, aber jetzt hat er es gerade rausgeholt. Und jetzt läuft er wieder mit dem Ding im Mund rum. Ohne Mist, das ist so niedlich, weil er dann so richtig so, ich habe meine Beute gefangen. Ich laufe mit meiner Beute rum. Manchmal bringt er es einem dann. Mir weniger, er bringt es eher Olli. Weil das ja, wie gesagt, der Kater ist, mit dem er mehr Zeit verbringt. Wir haben es ja eh so, dass die Katzen getrennt schlafen. Deswegen ist es dann so, dass Buki immer bei mir schläft und Tobi immer bei Olli. Deswegen ist es offensichtlich so, dass Buki mich lieber mag und Tobi Olli lieber mag. Und weil die sich, wir haben es einmal versucht, sie zusammen schlafen zu lassen. Kommt nicht so gut. Kommt wirklich nicht so gut. Das ist mehr so ein, wir kriegen uns bis 4 Uhr nachts, dann schlafen wir eine halbe Stunde, dann wachen wir auf, wir kriegen uns weiter. Läuft. Ich habe eure Kommentare gelesen von wegen, ja, du kannst das probieren, du kannst das probieren, du kannst das probieren, damit die sich besser vertragen. Ja. Das klappt irgendwie nicht. Aber es ist vielleicht ein Prozess, okay? Vielleicht dauert es einfach viel Zeit, wahrscheinlich. Dauert es einfach viel Zeit. Irgendwann vertragen sie sich schon. Okay? Da glaube ich dran. Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Wir wissen es nicht. Es ist unbekannt. Nächstes Wochenende wird witzig, weil ich dann alleine mit den Katzen zu Hause bin, weil Olli irgendwie... Und fährt er, ich glaube, zum Geburtstag von seinen Großeltern oder keine Ahnung was. Und... Dann kann ich wieder den Spaß durchleben von, hey, ich versuche die Katzen zusammen schlafen zu lassen. Das wird witzig. Ich freue mich schon. Wünscht mir viel Glück für Freitag und Samstag. Und Sonntag. Es werden schöne Tage. Ich bin voller Vorfreude. Oh. Er ist wirklich, sobald man ihn 5 Sekunden streichelt, fängt er an zu schnurren. Das ist so niedlich. Und jetzt sitzt er im Wäschekorb. Er sitzt gerne im Wäschekorb. Katzen sitzen scheinbar einfach allgemein gerne im Wäschekorb. Ich weiß nicht, was es ist, aber ihr seht es da unten. Sobald es frisch gewaschene Wäsche gibt, nimmt ihr sich. Wäschekorb, ihn dabei. Ansonsten, von ihm habe ich leider nicht so viel Videomaterial, weil er halt einfach noch nicht so lange in der Wohnung ist. Er sieht ein bisschen merkwürdig aus von hinten, also er sieht normal aus halt. Aber er sieht so ein bisschen, ich weiß nicht. Sein Fell ist halt noch, weil dein Kitten ist so ganz, ganz fluffig in alle Richtungen. Und nicht so, es ist lang, es wird eine Langhaarkatze. Es ist halt noch nicht so fluffig in eine Richtung. Deswegen stiepelt es noch überall ab und sieht irgendwie ein bisschen verrückt aus. Naja. Es ist hier. Okay, er ist süß. Okay, er ist der Liebe von beiden. Buki ist der Wilde von beiden. Er ist auch nicht wirklich größer geworden. Buki ist mittlerweile gefühlt ein Monster. Also. Ich weiß nicht, bei Buki sieht man richtig den Unterschied von, ich bin ein Wochenende weg, komme nach Hause und denke mir, oh Mist, Buki ist ganz schön gewachsen, bei ihm kein Stück. Ja, er bleibt einfach gleich groß. Ich weiß nicht, ob es das Fell ist oder irgendwas anderes, aber er wird auch nicht schwerer. Also du kannst ihn hochheben, so, oh ja, ist schön leicht. Und bei Buki ist es so, hey, der ist schwer geworden. Falls ihr euch fragt, Ronja, was hast du dort für ein schönes T-Shirt an? Das, liebe Freunde, ist das Einhorn-Design. Wenn eh gerade alle ihren Merch bewerben, dann kann ich das auch, okay? Ich habe zwar kein neues Design, aber ich bin mit dabei. Es gibt's immer noch bei mir im Shop auf www.richtigronja.com. Dort könnt ihr es käuflich erwerben. Dort könnt ihr auch andere Dinge käuflich erwerben, wie zum Beispiel Umhängetaschen, Federmäppchen oder auch
passen. Da habe ich lange gebraucht, bis mir das eingefallen ist. Oder Pullis zum Beispiel. Nur um einiges aufzuzählen. Also, falls ihr daran Interesse habt, dann Turnbeutel haben wir auch. Cool, ha? Huh? Aber naja, gut. Wenn ihr daran Interesse habt, dann guckt gerne mal auf www.richtigronja.com vorbei. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, welche Katze ihr süßer findet. Falls ihr das andere Video auch gesehen habt. Falls ihr es nicht gesehen habt, habe ich das bestimmt hier irgendwo oben beim i verlinkt. Kätzchen. Ruhig. So. Gut, ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.